Schmeilen. Haben Sie gehört, in Berlin ist ja nur ein Schimmer los, ja. Unser Regierminister, Olle Wovi, Klaus Wowereit, hat nun verkündet, dass am 11. September, hat er sich auch versprochen, ja, natürlich der 11. Dezember, bei ihm Schluss mit lustig ist. Also, er schmeißt das Regiermeisteramt hin und es sollen sich doch anderen Kopf machen, wer nun sein Nachfolger wird. Da machen sie ja schon einige den Kopf, ja. Wird das Jan Stöß, wird das Olle Saleh oder wird das der Neue, der gehandelt wird, seinerzeit schon Kronprinz Michael Müller, ehemaliger Stadtsenator, Stadtentwicklungssenator. Wer wird denn nun der Nachfolger? Jetzt kommen schon Seitenhiebe, na vielleicht Olle Horst Nussbaum. Na wie das gehen soll, weiß ich nicht, der ist parteilos, ja. Aber ist ja wurscht, ja. Bei Facebook schütten sich nur alle Wasser über den Kopf, Eiswürfelwasser über den Kopf. Ja, 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 ist eine gute Sache, aber du kannst es langsam auch nicht mehr sehen. Prominente, ja, nicht Prominente, auch in Ordnung. Ja, keine Prominente, die sich nur mal auf Facebook ein bisschen zeigen wollen. Von mir aus macht doch das. Wisst ihr, ich habe im Leben schon so viel Wasser auf den Kopf bekommen, also ich mache sowas erstmal ja nicht mit. Ich mache heute mal ganz was anderes. Auch keine Werbung für Schultheißbier, sondern Werbung ist das auch nicht. Ist einfach nur eine Mitteilung. Und zwar ein Stück von einem wirklich guten Freund, den ich also schon seit 50 Jahren und ein paar Jahren mehr kenne. Auch Kreuzberger Junge, ja, so einer wie ich, beherrscht vollständig das Kreuzberger Gossenblatt. Heißt Harald Moranka, wird von Freunden Hatzi genannt. Und Hatzi kennt eigentlich jeder. Jeder kennt Hatzi, ey. Hatzi ist ein Musiker. Ich habe ihn seinerzeit kennengelernt in der Dachluke, weil ich da eine Band verpflichtet habe, in der er mitspielt. Die Sharks waren das. Immer diese stahlblauen Anzüge, die haben mich so begeistert. Und dufte Musik, das war die Hauptsache. Sehr dufte Musik haben die Sharks gemacht. Der Musik ist der Hatzi treu geblieben. Jetzt zur Zeit und seit Jahren auch schon hat er sich mit seinem Freund Norman Escott zusammengetan. Und die beiden machen die Evergreen Brothers. Die Evergreen Brothers, also ist nur eine Empfehlung von mir. Ich liebe die und die machen so eine tolle Musik. Aber Hatzi ist ja nebenbei auch noch ein begnadeter Schriftsetzer. Das hat er mal gelernt, aber nun setzt er Schrift in Texte um und dichtet und reimt. Und so ja, sehr, sehr gut. Kleine Spitzfindigkeiten aus dem Alltag. Ob das ein Bad am Samstagabend ist oder. Sein neuestes Werk zum Beispiel. Das möchte ich Ihnen heute vortragen, als Abschluss gewissermaßen von dieser Piece. Es ist übertitelt und einem kleinen Tier gewidmet, das man als Eremit kennt oder aber auch als Juchtenkäfer. Juchtenkäfer. Überschrift: Der Juchtenkäfer. Der Juchtenkäfer Benjamin sucht eine Juchtenkäferin und findet einfach keine. Verwunderlich ist das wohl kaum, denn seine Höhle tief im Baum bewohnt er ganz alleine. Der Juchtenkäfer Benjamin hat kaum was Schickes anzuziehen. Zur Brautschau braucht das jeder. So kauft er in der Waldboutique ein sündhaft teures Einzelstück aus echtem Juchtenleder. Ein Wunder daraufhin geschieht. Der alte Juchten-Eremit bleibt nicht mehr lang alleine. Und eine Juchtenkäferin schenkt bald dem Juchten-Benjamin 10 Larven, doch nur kleine. Na, das ist ja das Gemeine. Fertig. Ist das nicht niedlich? Irgendwo hat das was, ja? Und uns hat es auf jeden Fall mehr als ein Schmunzeln entlockt. Ihnen hoffentlich auch. Sie dürfen das gerne auf Facebook teilen, abschreiben und an Ihre Eltern schicken oder was weiß ich. Ich jedenfalls mache jetzt den Sittich. Und verabschiede mir wie immer von Ihnen mit dem Spruch. Das ist ja mein eigener Spruch, ja. Macht's gut, Nachbarn. Und rucht nicht im Bette.